Ich glaube, Eli rechnet immer damit, dass man dass die Leute ausrasten, wenn sie ihn sehen, oder? Also, ernst gemeinte Frage. Sicher hat hier schon einer mal Eli gesehen. Seid ihr ausgerastet oder so? Eli! Würde mir einen Hoden abhacken, wenn ich dich sehe. Keine Ahnung. Das Ding ist, ich habe noch nie einen außen gesehen, oder doch, ich habe zweimal Leute außen gesehen. Und da war es eigentlich immer für mich ein bisschen unangenehm, wo die Leute, oder ich habe öfters als zweimal Leute gesehen, wenn die Leute mich gesehen haben, die haben mich so ein bisschen so. Ich bin so spazieren mit einer Begleitung und ich laufe so. Auf einmal sind da so Jungs, die sagen, die gucken mich so an, ich guck die an. Ich denke mir, was passiert? Jetzt muss ich kämpfen. Der sagt, was denn, Großer? Ich gucke ihn an, ich lächle. Er sagt, was denn? Auch mal spazieren gehen mit einer Prüfung. Und ich so, yo, wie unangenehm für mich. Und ich guck nach links und guck, ob sie was checkt und denk mir so, du Wichser, du Wichser. Sobald ich die nächsten Schritte mache, wird sie mich fragen, was heißt denn Prüfung? Und dann muss ich den dicksten Freestyle rauspacken, warum die das zu mir gesagt haben. Und sie dann so, stimmt, Großer, ey, das wäre No Cap cool. Aber solche Sachen waren, oder ich war im Fitnessstudio und dann kommt so einer zu mir und sagt so, dreckiger Rechtsverteidiger, ich guck ihn an, ich fang das Lachen an. Ich so, was geht und so, wir haben halt so ein bisschen gesprochen, ne? Ich habe so, keine Ahnung, bei mir war das jetzt noch nie so, dass ich einen hatte und dafür bin ich auch noch nicht bekannt genug oder dafür kennen mich zu wenig Leute, muss ich auch ehrlich sagen, dass die so ausgerastet sind. Immer wenn ich welche getroffen habe, war so auf entspannt, so, man so, was geht? Ich habe den gefragt, was machst du, woher kommst du, wie alt bist du? Ja, so. Wenn ich Leute sehe und ich noch nichts gegessen habe, ich lade euch zum Döner ein. Zum Döner. Wenn ich gerade Hunger habe und es in den Zeitplan passt, alle, die ich auf dem Weg erwische, geht Döner auf mich. Hast du die Prüfung bestanden? Mehrmals. Ich habe da eine Bachelorarbeit drin gemacht.